Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch-Auspack-Video. Wir machen wieder die nächsten Lootboxen auf, und zwar die nächsten 10 Stück. Ich habe fleißig gelevelt. Dann gehen wir gleich mal rein. Und öffnen die erste Box. So, wir haben erhalten eine Vorschau. Keine Ahnung, nur ein Spray. Ja, können wir mal ausrüsten. Dann Einspruch. Runter und 20 Liegestütze. Ich zähle mit. Okay, Saria, alles was du sagst. Eine Siegerpose von Lucio. Ja, können wir auch ausrüsten, hab ich noch nicht. Und nochmal ein Spray. Yay, man kann nie genug Sprays haben. Das war die erste Box. Und auf zur zweiten. Wow, mal lila dabei. Wahnsinn. Wieder 3 Sprays, weil wie gesagt, man kann davon nie genug haben. Und ein neuer Skin, und zwar für Diva. Weißes Kaninchen. Gucken wir uns mal an. Ganz weiß. Sie ist rot und lila. Sieht nicht schlecht aus. Vorher hatte ich Melone. Gut, weiter geht's. Warum eigentlich immer nur grau? Geht's eigentlich noch? Vorschau, Spieler-Icon. Das ist so unnütz, das braucht kein Mensch. Oh, das Spray, ich liebe dieses Spray. Auch total unnütz, aber es sieht cool aus. Nächste Lootbox. Boah, lila und blau. Mensch, jetzt geht's aber ab hier. Wir haben ein Hanzo-Skin. Midori. Boah, schick. Grün, ganz in grün, der Knabe. Ich spiele den voll gerne. Ich kann ihn nicht besonders gut, aber ich spiele ihn trotzdem sehr gerne. Ein Vorschau-Highlight. Tracer, ich mag sie. Sie ist nervig, aber ich mag sie. Und nächste Box. Ui. Oh, cool. Genji, gleich mal. Ich habe noch nie Genji gespielt, aber pff, gleich mal ausrüsten. Das nicht. Und ein Spruch von. Gesucht. Tot oder lebendig? McCree, den Kopfgeldjäger. Dann von. Ich zeige euch, wie man's macht. Reinhard. Ja, das rüsten wir mal aus. Und nächste Box. Ganz viel Kohle. Irgendeine Vorschau. Und ein Skin von May. Oh, ich liebe Gelb. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Schick. Schick, schick, schick. Ich mag den komischen Kanister. Sieht ein bisschen so aus wie R2D2. So. Okay, gleich mal ausrüsten. Das habe ich schon. Deswegen kriegen wir dafür Geld. Und nächste Lootbox. Yay! Boah, ich finde die Vorschau fast noch cooler, als was wir beim ersten Auspackvideo bekommen haben. Wobei, da teleportiert er sich so und es sieht auch richtig geil aus. Nee, ich lasse, glaube ich, noch die Teleportation. Das Spray sieht cool aus. Von Anna. Die ist ja, glaube ich, keine Ahnung, Ägypterin oder so. Ja, Reaper und... Das sieht nicht schlecht aus, aber ich finde meinen Vogel und meinen Bäschchen-Roboter da oben noch ein bisschen cooler. Gut, nächste Lootbox. Sprüche! Oh, ein Spray! Gott, ist das süß! Holz und Stein. Und ein Spruch. Hab ich dich nicht schon mal irgendwo getötet? Bestimmt, Reaper. Oh mein Gott, voll gruselig, der Typ. Tut mir leid, aber ich muss abdüsen. Mhm, Fahrer. Und ein sehr schicker, man kann den nur tragen, wenn man sehr viel Selbstbewusstsein hat. Ich finde, Pink steht nicht jedem, aber Torbjörn kann es tragen. Ich rüste es aber nicht aus. So, noch die vorletzte Box. Und dann, das sieht witzig aus. Was ist das? Irgendwelche komischen... Ach, das ist die Waffe von...
Der Inderin, deren Namen mir jetzt leider entfallen ist. Cheers, Love! Die Kavallerie ist da! Geil! Ich habe den Standardspruch von Tracer. Jetzt kann ich alle mit nerven. Cool. Une balle, un mort. Ja, ist okay, Widowmaker. Alles gut. Und die letzte Lootbox. Lila, lila. Nur ganz viel Geld. Dafür ein schickes Spray von Reaper. Und ein Spruch. Nein, danke. Ich möchte keine Banane. Von Winston. Und nein, das rüste ich nicht aus. Das ist irgendwie gemein. Die Spieler-Icon-Vorschau ist hässlich. Sieht irgendwie voll doof aus. Okay, ein paar nette Sachen waren dabei. Eine coole Vorschau wieder von Reaper. Wenn wir bei jedem 10 Lootboxen eine von Reaper bekommen, bin ich glücklich, weil ich mag den Charakter echt sehr gerne. Ja, ein paar Skins haben wir erhalten. Nicht so viele, glaube ich, wie beim letzten. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir das letzte Mal bekommen haben. Aber das von May und von Diva war hübsch. Mir hat's gefallen. Die letzte Lootbox mache ich nicht auf, weil ich wollte immer 10-10 machen. Jetzt sammle ich wieder fleißig für die nächsten. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Auspackvideo wieder. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!